So, und hier wird man. Ja, jetzt machen wir das mal hier ganz offiziell. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mal zuschauen durfte, was Sie hier für eine tolle Arbeit leisten. Mir war das schon bekannt und bewusst, was Sie hier machen. Wir hatten den Termin auch schon mal ein bisschen früher angesetzt. Und es geht heute darum, auch das mal so ein bisschen offiziell zu würdigen, was Sie hier machen. Ja? Ich kenne das beruflich, ich bin Flüchtlingsbetreuer in Raunheim, das heißt, ich habe mit Ihrem Klientel, das ja, habe ich auch hier nochmal bestätigt bekommen, 80% der Ukrainer, mit denen habe ich hauptsächlich zu tun, auch mit den anderen Flüchtlingen. Ich weiß, was sie brauchen und wie die ticken. Und ich weiß auch aus Raunheim, von denen, die das da mitkriegen, die sagen, dass das hier in unserem ganz tolles Angebot ist. Und heute geht es erstmal darum, Dankeschön zu sagen. Das ist einfach nochmal wichtig. Die Stadt, diese Stadtgesellschaft muss das würdigen. Das geschieht hiermit. Und ich will Ihnen auch mal eine Rückmeldung geben. Ich weiß auch von vielen, die mich angesprochen haben, und gesagt, das ist ganz toll, was die Frauen da machen. Die hängen sich da rein. Da gibt es ein tolles Angebot. Und das allerbeste ist auch, habe ich jetzt auch bestätigt bekommen, es ist auch noch Schweinebäcke. Das ist ja auch ganz wichtig. Muss ja auch schmecken. Muss ja auch schmecken. Meistens ohne Schweinebäcke kommen. Okay. Das ist uns auch bekannt, ja, das Phänomen aber auch. Aber ich bin da langsam technisch zum Porsche, ich kenne, weil die Ukrainer bei uns in Raunheim auch gelegentlich da mal kommen. Ja, und boah, das ist so dicker, ja. Wir haben noch ein anderes Gericht, da kann ich mir leider den Namen nicht merken, das ist auch sehr ukrainisch, ist auch sehr lecker. Das ist aber weniger flüssig, sag ich mal. Da ist mehr mit Reis und sowas drin, aber ich muss den Namen, das ist ein bisschen schwieriger. Ich könnte dir einladen, das nächste Mal das ukrainische Gericht aus Raunheim. Ja, da bringe ich mal die Olga Krishtavovic mit. Die organisiert sehr viel bei uns und die haben mir das auch erläutert, was da alles drin ist. Aber wenn er können sich sowas natürlich nicht merken, so mit Kräuter, ich weiß nicht, wie viele Kräuter da drin sind, beim zweiten Tag schon abgeschaut, ja. Was da alles rein ist. Aber nochmal, ich bin noch nicht mit leeren Händen hier gekommen, einige haben schon gesehen. Ich habe gedacht, ich bringe einfach mal was Süßes mit. Oder? Wenn Sie hier so eine süße Aktion machen, in Anführungszeichen. Da ist ganz viel Schokolade. Zur Tarnung habe ich noch ein paar Orangen dazu gelegt, weil ich ein bisschen was weiß. Aber man muss sich auch selber mal was gönnen. Das soll auch so geschehen. Greifen Sie ab und zu mal rein. Sie können es auch verteilen. Jetzt entscheiden Sie, ob Sie es selber essen oder ob Sie es Ihre Klientel verteilen. Das ist mir wurscht. Das ist ein Irrer. Das ist ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, den Sie hier bearbeiten. Ja. Aber auch das soll mal sein. Genießen Sie es und meine herzliche Bitte ist, machen Sie vor allem weiter. Ja? Und sehen Sie mir dazu, ich bin ja auch im Teil so ein bisschen ehrenamtlich engagiert, sehen Sie zu, dass Sie auch gelegentlich ein bisschen Spaß dabei haben. Ja? Setzen Sie sich mal zusammen, aber so wie ich Sie in Ihren Blicken sehe, ich habe auch Spaß dabei. Ja, weil das merken die Leute draußen auch, wenn da jemand ist, der macht das gerne und der lächelt und ich sehe da auch, wie sie hier Spaß haben, ja, vermitteln sie das weiter. Und es sind ja immer, das habe ich erfahren, hier auch immer Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht. Wobei hier die Männerquote noch ein bisschen mangelhaft ist, das muss man auch festhalten. Ja, also da ist es ausbaufähig, ne? Da müssen wir noch die Augen hören, dass die Herren dieser Welt des Gastes gewesen sind.